Hallo und herzlich willkommen zurück bei God of War Ragnarök. Ich hätte es ehrlich gesagt nicht gedacht. Ich habe gedacht, nach Odin kriegt man eine Sequenz und die Credits und dann war Ende. Aber Tatsache, wir sind jetzt hier in einem Lager in Midgard und will jemand von euch mit mir reden? Ihr habt alle Aua, gell? Wie ist das möglich? Mit den Türmen, deiner Freundin mit dem großen Wolf und unserer Walkürengabe für den Transporter würdigen, konnten wir die Überlebenden hierher in Hodmemis Lager bringen. Das Überlebende? Mehr als wir gehofft hatten. Oh. Wir kümmern uns hier um sie. Aber andere schlagen gerade ein Lager auf. Was ist mit Freyr? Ihn haben wir leider verloren. Ja. Danke dir. Mach langsam, du hast viel eingesteckt. Ich finde ihre Füße sehr interessant. Also ich hätte gern auch... Da draußen. Nicht mehr lange. Freya erzählt dir davon. Genau wird ihr Ende finden. So oder so. Das wäre ein Kampf. Hä? Wer bist denn du überhaupt? Wir haben jetzt endlich mal andere Menschen. Seid ihr die, die vor Asgard gewohnt haben? Oder in Asgard? Ich weiß nicht wohin, deswegen gehen wir erstmal hier runter. Ah, hier ist ein Tor. Okay, ich sollte zu Vater. Ja, ich weiß, Atreus. Mutter, hör auf damit. Ruhig. Frod. Loki! Ich bin so froh, dass ihr beide lebt. Wirklich. Und es tut mir leid. Thor, er hat's versucht, weißt du? Tut mir leid, dass ich nicht mehr tun konnte. Nichts wird das ändern, was du fühlst. Aber vielleicht tröstet es dich, dass Odin erledigt ist. Ja, auf jeden Fall. Loki, es war eine Ehre, an deiner Seite zu kämpfen. Im Ernst. Bleibst du hier in Midgard? Eine Weile. Dann muss ich etwas finden. Hildiswini möchte, dass wir die Bewohner Asgards nach Vanaheim bringen. Für den Wiederaufbau. Ich wünsche ihnen das Beste. Und dir auch. Oh, und Thrud. Ich hoffe, du findest, wonach du suchst. Viel Glück. Bis dann, Loki. Sei vorsichtig. Wurden deine Waffen im Kampf beschädigt? Ich glaube nicht. Vielleicht ein kleines bisschen. Wir schauen sie uns später an. Nicht nötig. Unsinn. Eine Schildmaid braucht ihre Werkzeuge. Sigrun wäre davon gar nicht begeistert. Das kann ich mir vorstellen. Das ginge mir auch so. Kann ich mir denken. Noch. Durch den bösen Großvater haben sie sich tatsächlich gefunden. Bin ich überhaupt richtig hier? Ach so, wir sehen es ja eh nicht. Hugin hat's geschafft. Das ist gut. Hugin? Zeig mir. Wo Hugin? Also hätte sich Atreus anders entschieden. Wenn du dieses Holz zu Branas Zelt bringen könntest, wäre sie sehr dankbar. Skeldir? Loki, hey! Schön, du hast mich trotz Kopfverletzung nicht vergessen. Hattest du eine Kopfverletzung? Alles verschwamm, vielleicht war das jemand anderes. Egal. Mensch, ich freut mich, dich zu sehen. Freut mich auch. Du hast viel zu tun? Ach, ich helfe den Leuten einfach gern. Wir haben bald Schlafsäcke für alle und die Wölfe deiner Freundin halfen bei der Jagd. Wir sollten genug Essen für alle haben. Echt jetzt? Echt jetzt? Und hey, vielen Dank für alles. Ohne dich und deine Freunde wären wir nicht hier. Ja, natürlich.
Ich hätte nur gern mehr Leute rausgeholt. Loki, das war gut. Danke, Skildir. Pass auf dich auf, ja? Hey, du kennst mich doch. Hat jemand irgendwo noch Decken gesehen? Der Schnee mag schmelzen, aber es wird trotzdem ziemlich kalt sein. Ja, hätte er sich für die Maske entschieden? Hörst du mal auf zu reden, wenn ich gehe? Dann hätten wir die Prophezeiung wahrgemacht, oder? Du sollst aufhören. Dann hätten wir praktisch unseren Vater verstoßen, oder? Och, die leben auch. Oh, da ist er. Ein für den Jungen hier. Skald! Hört, hört. Skald. Ohne dich wären wir nicht hier. Oder Freyrs Opfer. Das stimmt. Oh, wir haben gerade über Freyr gesprochen. Gut, gut. Wo war ich? Oh, als ich ihn traf, dachte ich, er wäre ein Krieger, ein echtes Genie, ein geborener Anführer. Seine Legende eilte ihm voraus. Er selbst war aber ganz anders. Er hat mich trotzdem überzeugt. Er war einfach so nett. Und wirklich gut aussehend. Das stimmt. Und äußerst charmant. Gut, hört auf, sonst muss ich gleich wieder heulen. Verzeiht, ich muss zu Vater. Pass auf dich auf! Erinnert ihr euch noch an Skidbladnir und das Feuer? Wenn ich mich richtig erinnere, hast du es doch überhaupt erst angezündet. Das war keine Absicht. Woher hätte ich wissen sollen, wie leicht das Feuer fängt? Das war es gar nicht. Du wolltest nur mit deinem verzauberten Blasebalg angeben, bis die Funken flogen. So ist es passiert, nicht wahr? Oh, der Boss war so sauer. Wir müssen schnell weg, bevor sie anfangen zu reden. Schön, dass du wach bist. Freya. Er wollte es so. Ich konnte ihm das nicht abnehmen. Er hat uns alle gerettet. Das werde ich nie vergessen. Die Familie, die ich zu haben glaubte, wurde mir Stück für Stück genommen. Aber meine neue Familie spendet mir Trost. Deine Mutter hatte recht, weißt du. Du hast diesen Bogen letztlich gemeistert. Du bist ein großer Krieger, aber noch mehr als das hast du ein gutes Herz. Nichts, was dir widerfuhr, konnte das ändern. Ich bin stolz auf den Mann, der du bist, Atreus. Danke für alles. Ich sollte zu Vater. Das solltest du. Oh, ich bin so froh, dass es scheinbar nur ein Ende gibt. Zwei Enden wären irgendwie doof gewesen. Atreus! Du hast uns ziemlich erschreckt. Schön, dich zu sehen, Mimir. Hör zu. Ich will dir danken. Ah, was hast du sonst vom klügsten Menschen der Welt erwartet? Du bist nicht nur klug. Du hast mir zugehört, mich angeleitet und bist im Grunde ein zweiter Vater für mich. Junge. Nein, du musst das hören. Ich schätze dich wirklich sehr. Ich hab dich auch sehr gern, Kleiner. Bis dann, Mimir. Gut, dich zu sehen, Atreus. Dich auch, Hildisvini. Wir haben uns nichts zu sagen. Er weiß es noch. Ich war der Pfeil. Hört auf zu reden. Hört auf zu reden. Du redest. Das stimmt. Ah, wer hätte gedacht, dass Wahnen und Asen mal friedlich zusammenleben? Wie optimistisch anmaßend von dir. Das stimmt wohl. Wir haben angeboten, sie aufzunehmen, aber es wird wohl kein leichter Anfang. Tja, daran kann man arbeiten. Höflichkeit ist sicher ein Anfang. Okay. Und es ist schön hier, oder? Lärm und
Uns geht es gut. Du warst heute so gut, Junge. Ich bin stolz auf dich. Vielleicht finden wir später noch was Leckeres. Na gut, ich bin dran. Wer ist das? Hm? Ja, wir kennen ihn. Vielleicht überrasche ich dich ja bald mal. Oh, hast du schon? Du warst in guten Händen. Danke, dass du uns gerettet hast. Ich entschied, dass ich das Ende besser selbst schreibe. Du hast es deinem Vater nicht gesagt, oder? Was gesagt? Komm schon. Riesenvision. Ich hab's gesehen. Verstehe. Alles in mir sagt, dass ich das tun muss, aber ich... Ich weiß nicht, wie ich sagen soll. Komm mit. Ich möchte dir etwas zeigen. Euch beiden. Ich will nicht stören. Für dich. Atreus, schön, dass es dir gut geht. Ja, und dir auch. Was für richtige Füße. Also, wie endet die Geschichte? Was? Vor Ragnarök. Du hast versprochen, zu Ende zu erzählen. Als der Tod eintraf, fragte er, weshalb der alte Mann ihn gerufen hatte. Mit dem Tod vor Augen überdachte der alte Mann seine Bitte nochmal. Nach einem Moment fragte er, ob der Tod ihm die Stämme auf den Rücken legen könnte, damit er seine Reise fortsetzen kann. Er war nicht bereit zu sterben. Er wollte weiterleben. Die Geschichte handelt doch von ihm, oder? Das ist eine Menge Rauch. Offenbar sind Teile von Asgard überall in den Welten gelandet. Vielleicht sind noch einige Einherjahre in ihrer Nähe. Aber deshalb habe ich dich nicht hergebracht. Mutter? Mein Schrein in Jötunheim. Sie hat ihn zerstört. Wir sollen unser Schicksal nicht kennen. Wegen ihr wählten wir unseren eigenen Weg. Sie wandte sich gegen ihr eigenes Volk.
unser Volk, um euch zu schützen. Sie gehen nicht alle auf. Tut mir leid. Vater, ich muss mit dir über was reden. Da draußen sind andere Riesen. Und ich muss sie finden. Ich glaube, ich weiß, wo sie sind, aber ich bin für sie verantwortlich. Ich muss das allein tun. Ich will es nicht allein tun, aber es muss sein. Es ist schwer zu erklären. Macht es dir Angst? Ja. Und deswegen musst du es tun. Wie du gesagt hast. Ja. Wir haben heute wegen deiner Entscheidungen überlebt. Wem du traust. Wen du Freund nennst. Sohn, du bist bereit. Wir haben's versprochen. Loki wird gehen. Atreus. Atreus wird bleiben. Um alle.
gesehen, Bruder? Ein Weg. Den ich mir nie erträumt hätte. Und was jetzt? Es gibt viel zu tun. Wieder aufzubauen. Wollt ihr mir helfen? Ja. Wir schaffen das. Gemeinsam. Jetzt machen? Hä? Was hat diese Tafel gezeigt? Das war doch unser Weg, oder? Wir sollten wohl über Gnau reden. Wir müssen nicht über sie reden. Wir müssen sie nur finden. Aber Odin wählte sie zu seiner neuen Walkürenkönigin, eine Warnengöttin, deine Freundin. Gnau schwor Asgard vor langer Zeit die Treue und unsere Freundschaft endete kurz danach. Was ist passiert? Ich traf eine Wahl, die sie nicht akzeptieren konnte. Kratos, sie hasst mich. Sie wird uns Probleme machen. Besser, wir finden sie, als sie uns. Bitte was? Sind das jetzt die Credits? Aus Versehen die Credits weggedrückt. Das wollte ich eigentlich nicht. Habe ich das gemacht? Oh Gott, ein Glück. Ich weiß nicht so ganz. Und noch einen für den großen Höchst selbst. Skull! Skull!
geht mein Weg im Müller weiter. Leute pro Lager. Familien bleiben natürlich zusammen. Leb wohl, Kratos. Danke. Vielen Dank. Wir bringen so viele Vorräte mit wie möglich, aber viel wird es nicht. Mach dir keine Sorgen. Jeder, der in der Lage ist, kann mehr Vorräte holen. Asen und Warnen. Gemeinsam. General, Freya, Mimir. Meine Herren. Schildmeiden. Blessader. Hast du die Verräterin Gnau schon gefunden, liebe Freya? Noch nicht. Bald. Eine Sache noch. Wir möchten unser Beileid aussprechen. Wofür? Für deine Familie. Deinen Bruder. Wir wollten nicht neugierig sein. Das war vor einer Ewigkeit. Geschundene Erinnerungen. Ich bin überrascht, dass noch etwas da war. Hättest du es mir doch gesagt. Ich hätte es verstanden, ich... Was geschehen ist, ist geschehen, lieber Mimir. Ich weiß deine netten Worte zu schätzen. Jenseits von Ragnarök. Ragnarök ist vorbei, aber es gibt noch viel zu tun. Erkunden Sie die Welt, um die Überreste von Asgard zu entdecken. Stellen Sie Ihren Mut in Muspelhelm, Schmelzsiegel unter Beweis. Finden Sie furchterregende Berserkerseelen. Schießen die Gefallen für Freunde und Verbündete ab. Abenteuer, Herausforderungen und Geheimnisse warten. Yatatürsk wartet mit neuen Yggdrasil-Samen für Weltenreisen. Wohin zuerst? Wir könnten uns um ein paar Dinge in den Welten kümmern. Oder diese Stücke Asgards untersuchen. Egal was, wir kommen mit dir. Okay. Lunda hat auch erwähnt, dass es in Raibs Taverne in Svartalfheim eine Gedenkfeier für Brock geben soll. Ich möchte hingehen. In der Taverne? Ja, ich glaube, wir sind irgendwie am Ende. Ich bin mir aber nicht sicher, ehrlich gesagt. Normalerweise rede ich immer in den Credits darüber, aber ich habe gedacht, es kommen nochmal richtige Credits. Aber das waren ja scheinbar die Credits. Also vermutlich steht jetzt hier irgendwo Ende dabei. Ich weiß aber, ich glaube, wir gucken hier nochmal ein bisschen weiter, gerade diese Gedenkfeier und sowas. Also was ich sagen kann ist, ich hätte nicht gedacht, dass es so einen Impact hat. Für mich, also mein Game of the Year war letztes Jahr Elden Ring, weil ich habe ja God of War Ragnarök nicht gespielt. Aber hätte ich God of War Ragnarök durchgehabt, wäre es mein Game of the Year geworden.
unfassbar mitreißende Geschichte. Mir kommt Gott davor, was davor war, also das von 2018. 2018 war das, oder? Kommt mir fast nur wie so ein Prolog vor, wie so ein langer Prolog. Da war ich ja noch nicht ganz so überzeugt. Aber ich weiß auch nicht, für mich ist es so das perfekte Spiel, würde ich sagen. Die Geschichte mitreißen, die Nebenaufgaben, überhaupt gar nicht mal ansatzweise banal irgendwie. Immer so, dass es gepasst hat. Die Grafik ist wunderschön, die Welten. Was die da für kleine Tiere noch designt haben, diese Pilzmenschen und alles Mögliche. Drumherum, das ist so. Da natürlich noch die Synchro dieser Charaktere und wie es jetzt alles geendet hat, praktisch irgendwie. Und dass es halt immer noch weitergeht, das ist so. Also ich habe das ja jetzt dieses Jahr angefangen, das Spiel. In 2023 muss ich echt sagen, ich habe ja dieses Jahr schon viele Spiele durchgespielt und bin auch noch dabei. Aber da kommt echt keins an God of War Ragnarök ran. Keins. Kein einziges. Ja, ich versuche mich jetzt ein bisschen zu beruhigen. In der Überschrift steht wahrscheinlich Ende irgendwie mit drin oder so. Aber ich werde mal gucken, dass ich noch 2 oder 3 Folgen aufnehme, dass wir noch zu dieser Gedenkfeier gehen. Ich freue mich. Die ganzen Gerüchte, die kochen ja jetzt schon hoch, dass es wahrscheinlich entweder ein DLC geben soll oder eine Auskopplung wie Miles Morales oder wie das hieß von Spider-Man von God of War. Das wäre unfassbar gut. Oh, also das würde ich echt dann Day One spielen. Ich habe God of War Ragnarök habe ich ja später gespielt. Aber ja, es ist so die Blaupause für ein Meisterwerk. Ich weiß auch nicht. Vielen Dank, dass ihr die Reise mit mir gegangen seid, egal wann ihr eingestiegen seid. Ich hoffe, ihr hattet Freude daran. Morgen wird es wahrscheinlich noch eine Folge geben. Danach weiß ich nicht. Also ich muss ehrlich sagen, diese Walkürenkönigin da zu finden, ist jetzt nicht unbedingt mein. Ich weiß nicht, da habe ich jetzt nicht so die Lust drauf. Ich meine, diese Berserkersteine habe ich ja auch weggelassen und die ganzen Walküren habe ich ja im ersten Teil auch weggelassen. Aber ich würde schon noch gern zu der Gedenkfeier gehen. Ich bin gespannt, was mit Atreus ist, was sie in diesem, Anführungsstrichen, DLC eventuell losgekoppelt machen wollen. Es wäre cool, wenn es abgekoppelt wäre, weil dann müsste ich wieder 90 GB downloaden. Auch wenn ich von CD spiele, ich weiß auch nicht, dieses Spiel wird irgendwie immer gedownloadet, obwohl ich von CD spiele. Vielen Dank, es war eine. Ich habe an keinem einzigen Punkt gedacht, boah, wann ist es denn endlich vorbei? Nie. Und ich finde, die Charaktere sind so gut geschrieben, dass man irgendwo das tun, wie sie sich geben, tatsächlich nachvollziehen kann. Selbst ohne ihn. Ich weiß auch nicht. Es ist unfassbar. Auch die ganzen Synchronsprecher und sowas, die hier mitgewirkt haben, die Charaktere zum Leben erweckt haben. Unfassbarer Klumpen an Arbeit, der in dieses Spiel geflossen ist. Und ich hoffe, dass noch viele weitere in den Genuss kommen werden. Also
Vielen Dank. Und bis morgen, wenn ihr wollt. Tschüss.